Okay, ich hab's rausgefunden. Mittlere Maustaste. Alle Feinde beseitigt! Und er meldet dann auch alle, dass Feinde beseitigt. Okay, gut, also ihm ist das Spiel abgestürzt. Die Anwendung. Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Ja. Okay, und mit linker Maustaste zieht er wieder. Ja. Ja. Gucken wir mal hier in Haus rein, wa? Und mit M. Und er sagt, ich soll in die Richtung, dann guckt er erstmal hier rein. Wenn ich könnte. Menschen erkennen müssen. Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Okay. Da bin ich eh nicht hingekommen. Wand-Safe. Ein Medgear. Okay, Start umgehen. Zack, 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 zack. Der war hier gesehen, oder? Kann man auch später skillen, dass man mehr Zeit hat. Okay. Wir wurden entdeckt. Geht nicht ab. Das sind die normalen Verteidigungsmacks. Keine Bewegung! Hase, Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Moment mal. Shepard? Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter! Shepard? Ist das... Sie leben? Ich verweise, dass ich hier bin. Ich darf nicht sehen. Ich bin... Cerberus hat mich wiederhergestellt, Tali. Sie wollen, dass ich die Angriffe auf die Kolonien untersuche. Sie verzeihen, dass wir Ihren Worten keinen Glauben schenken, Cerberus. Es ist durchaus unser Recht, Angriffe auf Kolonien der Menschen zu untersuchen. Aber ich würde gerne wissen, was die Quarianer hier zu suchen haben. Waffen runter, Prasa! Was immer hier vor sich geht, wir können das bestimmt kampflos regeln. Einer der unseren war hier auf Pilgerreise. Sein Name war Vitor. Wir sind gekommen, um ihn zu suchen. Okay. Falls Vitor den Angriff überlebt hat, könnte er uns vielleicht erzählen, was vorgefallen ist. Das hoffen wir auch. Wir haben ihn gesehen, aber er ist kaum in der Verfassung, Fragen zu beantworten. Er wurde verwundet und seine Nerven... Sie will damit sagen, dass er instabil ist. Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er.
Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die Mechs so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. Ah, er war das. Vito ist der Einzige, der uns sagen kann, was hier vorgefallen ist. Wir sollten ihn gemeinsam suchen. Gute Idee. Man braucht sowieso zwei Teams, um an den Drohnen vorbeizukommen. Arbeiten wir jetzt mit Cerberus zusammen? Nein, Prasa, Sie arbeiten für mich. Und wenn Sie keine Befehle befolgen können, dürfen Sie gerne auf dem Schiff warten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außenrum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Tali ist erwachsen geworden, meine Herren. Ihre Leute mögen Cerberus wohl gar nicht. Habe ich da was verpasst? Sie haben unsere Leute getötet, unsere Flottille infiltriert und versucht, eines unserer Schiffe zu sprengen. Ich hätte das ein wenig anders formuliert. Es war nichts Persönliches. Wir können später diskutieren, wer wen umgebracht hat. Jetzt haben wir erstmal einen Job zu erledigen. Einverstanden. Wir arbeiten zusammen, um zu Vitor zu gelangen. Halten Sie auf alle Fälle Funkkontakt. Mach ich. Viel Glück, Shepard. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, gut. Also wir gehen vorhin in die Kolonie und die lenken die Drohne. Oh. Scheint echt gesund, sieht gesund aus. Und diese Monitore. Vorsicht, Shepard. Vor Ihnen ist eine Gruppe Sicherheitsdrohnen. Oh shit. Wir kümmern uns um Sie. Vorsicht! Ich hab's! Okay, Schaltung umgehen. Zack, 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 zack. Shit. Muss er ja irgendwo sein. Da unten halt. Setzen Sie Überlastung bei Ihnen ein. Das war's. Okay, Überlastung. Beeindruckend. Einer weniger. Ist noch nicht ready. Sie erwischt. Kann nicht überlassen. Warum ist er meinen Ohren nur so betäubt? Shepard, Prasa und seine Leute sind vorgeprescht. Ich sagte ihnen, sie sollen warten, aber sie haben nicht auf mich gehört. Sie wollen Vitor finden und wegbringen, bevor sie eintreffen. Wir hätten mit sowas rechnen sollen. Los, wir können sie immer noch einholen. Ja, komm ja. Ja, wie wollen die denn alleine gegen den Mech kämpfen? Oder die Mechs? Thema. Hier am Boden. Heilung, Shepard. Wir sind im Inneren der Ladedocks. Vito hat einen schweren Mech umprogrammiert. Der zerlegt gerade Prasas Einheit. Sie wollten als Erste bei Vito ankommen. Ihre Leute sollen in Deckung gehen, dann öffne ich die Türen der Ladebucht. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Warte mal. Übernehmen Sie die Führung, Shepard. Wir sichern die Tür. Ja. So muss ich jetzt einen da hinschicken? Gehe Richtung Deckung. Einen da hinschicken. Bin dabei.
Und ich setze mich mitten davor. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Oh shit. Oh, das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Der Mech hat schwere Panzerungsplatten. Die Quarianer hatten überhaupt keine Chance. Es wird ein Riesenproblem, diesen Mistkerl fertig zu machen. Ja, und zwar brauche ich dafür mein Granatwerfer M100. Mit Überlastung schalten Sie Ihre Schilde aus. Ja, mach mal. Keine Munition mehr. Pistole M3 Predator, M4 Schilder. Ja, erschossen. Ach du Scheiße. Auf zu schießen. Fuck me. Oh, die sind halt tot. Beschädigt. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Ah, guck, siehst du. Und jetzt Forschungsdaten und so. Ja, schwere Waffen laden sich nicht automatisch wieder auf, das habe ich nicht angeschaltet. Hier müssen wir hin. Ja, da hinten, wo die Tür zu ist, natürlich. Was haben wir hier noch? Oh, Tali. Das ist Ihre Gelegenheit, Vitor zu finden. Ich kümmere mich inzwischen um die Verletzten, Shepard. Er ist vermutlich irgendwo im hinteren Bereich der Ladebucht. Okay. Bin gleich wieder da. Wo denn? Da oben drin? Monster, komm zurück! Max, beschützen mich! Sicher vor Schwärmen! Muss mich verstecken! Keine Monster! Keine Schwärme! Nein, 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 nein! Vitor? Kein Vitor! Nicht hier! Schwärme können ihn nicht finden. Monster kommen. Muss mich verstecken. Hey, ich rede mit Ihnen. Na toll. So eine weite Reise und dann ist unser einziger Zeuge ein brabbelnder Irrer. Schwärme kommen. Sturm kommt. Sturm von Schwärmen. Max, beschütze mich. Muss mich verstecken. Ah, das sind diese Aktionen. Das ist gut. Wach auf. Sie sind... Keiner von denen. Sie sind ein Mensch, Sie... Sie haben sie nicht gefunden? Wer hat uns nicht gefunden? Die Monster. Die Schwärme. Sie haben alle mitgenommen. Wir sind keine Überlebenden, Vitor. Wir sind gerade erst angekommen. Sie wissen es nicht. Sie haben es nicht gesehen. Aber ich habe alles gesehen. Sieht aus wie Material der Überwachungskameras. Er muss es manuell zusammengeschnitten haben. Was zum Teufel ist das? Die holen die ab. Mein Gott. Ich glaube, das ist ein Kollektor.
Ist das sowas wie ein Alien? Sie sind eine Spezies aus dem Raum irgendwo hinter dem Omega-4-Portal. Nur sehr wenige haben schon mal selbst einen gesehen. Sie arbeiten normalerweise mit Mittelsmännern, also Sklavenhändlern oder Söldnern. Wenn sie irgendwas mit den Reapern zu tun haben, könnte das erklären, was mit den Kolonien geschehen ist. Die Kollektoren haben modernste Technologie. Sie könnten eine Waffe haben, die eine ganze Siedlung sofort außer Gefecht setzt. Aha. Die Seeker-Schwärme. Die Seeker finden dich, frieren dich ein und dann nehmen die Monster dich mit. Ich möchte mehr über die Kollektoren erfahren. Darüber weiß man nicht viel. Sie sind so selten, dass viele glauben, sie würden gar nicht existieren. Viel wichtiger ist doch, warum sie menschliche Kolonisten verschleppen. Was haben sie vor? Vielleicht findet der Unbekannte es raus. Erzählen Sie mir mehr über diese Schwärme. Das Schlimme ist, wie sie dich finden. Wolken von Seekern, Maschinen wie kleine Insekten. Sie kommen überall hin, sie finden dich. Dann stechen sie dich, frieren dich ein. Klingt nach Miniatursonden. Sie finden ihre Opfer und lähmen sie dann mit einem Stasefeld oder einem Nervengift. Warum haben die Kollektoren sie nicht mitgenommen? Schwärme haben mich nicht gefunden. Monster wussten nicht, dass ich hier war. Die Kollektoren sind eigentlich für ihre Gründlichkeit bekannt. Vielleicht ist er wegen seines Umweltanzugs nicht auf ihren Sensoren aufgetaucht. Oder sie haben eine Technologie eingesetzt, die ausschließlich Menschen aufspürt. Nur Kolonien der Menschen wurden angegriffen. Nein, kein anderer hier? Was geschah dann? Die Monster brachten die Leute auf ihr Schiff und dann sind sie fort. Das Schiff flog weg. Aber sie kommen zurück, um mich zu holen. Niemand entkommt. Ich glaube, mehr kriegen wir aus dem nicht raus, Commander. Danke, dass Sie uns alles erzählt haben. Sie haben uns sehr geholfen. Ich habe sie untersucht. Die Monster, die Schwärme. Ich habe sie mit meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Viele Daten. Elektromagnetisch. Dunkle Energie. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten bringen. Greifen Sie sich den Quarianer und sagen Sie dem Shuttle, es soll uns abholen. Nein. Was? Vitor ist verletzt. Er muss behandelt werden, nicht verhört. Wir tun ihm nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an Sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitos Universalwerkzeug haben, aber Sie überlassen ihn bitte mir. Mitkommen. Sie müssen Vitor nicht unbedingt mitnehmen. Wir könnten zusammenarbeiten, so wie früher. Ich kann im Moment noch nicht mal glauben, dass Sie am Leben sind und zu Cerberus gehören. Ich trage jetzt Verantwortung. Ich habe selbst eine Mission. Die kann ich nicht abbrechen. Nicht mal für Sie. Ich würde ganz gerne so viel wie möglich von meinem alten Team um mich scharen, damit ich Leuten vertrauen kann. Gut, Tali, hier. Er ist traumatisiert und braucht medizinische Versorgung. Tali gibt uns die Daten aus dem Universalwerkzeug und bringt ihn dann zur Flottille. Verstanden, Commander. Danke, Shepard. Freut mich, dass Sie hier nach wie vor die Befehle geben. Viel Glück da draußen. Wenn ich etwas finde, das Ihnen vielleicht hilft, lasse ich es Sie wissen. Siehst du? Wir sind bereit zur Abholung. Okay. Shepard, gute Arbeit auf Freedom's Progress. Die Quarianer haben uns die Ergebnisse von Vitors Befragung übermittelt. Nichts Neues. Aber angesichts unserer Vergangenheit ein überraschender Olivenzweig. Wir beide haben unterschiedliche Methoden. Aber angesichts der Ergebnisse kann ich nichts dagegen sagen. Freunde lohnen sich. Denken Sie hin und wieder darüber nach, auch mal fair zu spielen? Diplomatie ist großartig, wenn sie funktioniert. Aber wenn einen alle für eine Bedrohung halten, ist das schwierig. Stimmt. Viel wichtiger ist die Bestätigung, dass die Kollektoren tatsächlich hinter den Entführungen stecken. Wer sind sie? Sagen Sie mir, was Sie über diese Kollektoren wissen. Sie reisen regelmäßig in die Terminus-Systeme, auf der Suche nach scheinbar unwichtigen Gegenständen oder Probeexemplaren. Meist im Austausch gegen Technologie.
Wenn Ihre Transaktionen abgeschlossen sind, verschwinden Sie so schnell, wie Sie gekommen sind, zurück durch das unerforschte Omega-4-Portal. Bisher gab es keine Beweise für direkte Angriffe durch die Kollektoren. Oh Mann. Warum ist das Omega-4-Portal unerforscht? Was wissen wir darüber? Nur, dass kein Schiff es je durchstoßen hat und wieder zurückgekehrt ist. Wir vermuten, dass das Portal auf Schiffe der Kollektoren anders reagiert und sie sicher passieren lässt. Wenn sie Portale manipulieren können, ist das ein weiterer Hinweis auf eine Verbindung mit den Reapern. Okay, man, die Portale wie Mass Effect, ne? Also Masseneffekt-Portale. Irgendeine Idee, warum sie sich plötzlich auf Menschen konzentrieren? Wenn sie für die Reaper arbeiten, kann alles Mögliche dahinter stecken. Die Menschen haben eine große Rolle bei der Zerstörung der Sovereign gespielt. Vielleicht hat das ihre Aufmerksamkeit erregt. Mich beunruhigt eher, warum sie die Kolonisten entführen. Sobald sie gelähmt sind, könnte man sie doch einfach töten. Was haben die Kollektoren von diesen Geschäften? Die Kollektoren sind nicht gerade mitteilsam, was ihre Motive angeht. Grob gesagt suchen sie nach Spezies mit seltenen genetischen Mutationen oder Abnormalitäten. Sie bezahlen Sklavenhändlern und Söldnergruppen enorme Summen für die Beschaffung solcher Exemplare. Und dann verschwinden sie wieder. Aber bisher war noch nie eine einzelne Spezies ihr Ziel. Und bisher ging es immer um ein paar Dutzend Exemplare, nicht um Zehntausende. Sie verschweigen mir etwas. Woher wissen Sie, dass die Reaper etwas damit zu tun haben? Schlussfolgerungen. Tief in unserem Datenmaterial verborgen. Der Rat und die Allianz wollen glauben, dass die Reaper-Bedrohung mit der Sovereign gestorben ist. Wir beide wissen es besser. Ich werde nicht warten, bis die Reaper losmarschieren. Wir müssen den Kampf zu ihnen bringen. Ich kann ja aber nicht alleine machen. Wenn das ein Krieg ist, brauche ich eine Armee oder ein richtig gutes Team. Ich habe bereits eine Liste mit Soldaten, Wissenschaftlern und Söldnern zusammengestellt. Sie bekommen Dossiers über die Besten davon. Sie zu finden und davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, dürfte nicht einfach sein. Aber sie sind eine geborene Führernatur. Ich kümmere mich weiterhin um die Kollektoren. Wenn sie das nächste Mal auftauchen, gebe ich ihnen und ihrem Team Bescheid. Seien Sie bereit. Behalten Sie Ihre Liste. Ich will Leute, denen ich vertraue. Dieselben, die mir gegen Saren und die Geth geholfen haben. Das war vor 2 Jahren, Commander. Die meisten machen jetzt was anderes. Oder ihre Loyalitäten haben sich verschoben. Ashley. Wo ist Ashley Williams? Sie ist immer noch bei der Allianz. Wurde befördert, soweit ich weiß. Ihre Akte hat eine überraschend hohe Geheimhaltungsstufe. Wo ist Erdner Drax? Er ist nach Tuchanka zurückgekehrt und hat den Planeten seit über einem Jahr nicht verlassen. Er versucht, die kroganischen Clans zu einen. Tali haben wir schon getroffen. Was ist mit Tali? Sie hat uns schon auf Freedom's Progress geholfen. Das war unerwartet. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich das genehmigen kann. Das ist nichts mit genehmigen. Wo ist Garrus Vakarian? Der Turianer ist einige Monate, nachdem man sie für tot erklärt hatte, verschwunden. Nicht einmal wir konnten ihn aufspüren. Puh. Wo ist Liara Tassoni? Sie ist auf Ilium. Meine Quellen sagen, dass sie für den Shadow Broker arbeitet. Wenn das stimmt, kann man ihr nicht trauen. Okay, schon klar, sie sind nicht verfügbar. Sie sind eine Führungspersönlichkeit, Shepard. Sie kriegen, wen sie brauchen. Bin ein Spectre? Ich bin immer noch ein Spectre. Vielleicht kann ich den Rat dazu bringen, uns zu helfen. Wenn Sie glauben, dass Sie das schaffen, nur zu. Aber bedenken Sie, Sie waren lange weg. Die Dinge haben sich verändert. Okay. Sie sind für die Kollektoren zuständig und ich sorge dafür, dass mein Team bereit ist. Gut. 2 Dinge noch, bevor Sie gehen. Erstens. Fliegen Sie nach Omega und finden Sie Morden Solis. Er ist ein brillanter salarianischer Wissenschaftler. Unseren Informationen zufolge könnte er wissen, wie man gegen die lähmenden Siegerschwärme der Kollektoren vorgehen kann. Das zweite? Klingt gut. Und was noch? Ich habe einen Piloten, der Ihre Zustimmung finden könnte.
Er soll einer der Besten sein. Einer, dem sie trauen können. Ach nee. Hey Commander, wie in alten Zeiten, was? Ich glaub's ja nicht, Joker! Das sagt der Richtige. Ich hab gesehen, wie sie gestorben sind. Ich hatte Glück, die Sache hat jede Menge Haken. Wie sind Sie hierher gekommen? Ohne Sie brach alles auseinander, Commander. Von allem, was Sie enthüllt hatten, wollte der Rat nichts mehr wissen. Team wurde aufgelöst, Berichte eingesagt, ich bekam einen Job am Boden. Die Allianz hat mir das weggenommen, an dem mir etwas lag, deswegen ging ich zu Cerberus. Trauen Sie dem Unbekannten wirklich? Ich traue niemanden, der mehr verdient als ich. Aber so übel sind die nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, sie lassen mich fliegen. Und dann noch das hier. Sie haben es mir erst gestern erzählt. Oh, SA2. Schön, wieder hier zu sein, was, Commander? Jetzt braucht sie nur noch einen Namen. Ja, ich muss ja Normandy heißen. Die andere ist ja kaputt. Genau. Okay, Erfahrung erhalten. Kollektoren als Durchführende der Angriffe auf Freedom's Progress bestätigt. Überlebender Karianer Veto ist mit Tali Sora zur Migrantenflotte zurückgekehrt. Daten seines Universalwerkzeugs werden auf nützliche Informationen überprüft. Ein Upgrade auf schwere Waffen, 15% Munitionskapazität für schwere Waffen. Zellentechnologie von schweren Waffen ist schon relativ alt, kann aber durch Umbau des Kerns mit modernen Komponenten verbessert werden. Dadurch lassen sich mit Standard-Energiezellen mehr Schüsse pro Zelle und auch mehr Schüsse insgesamt abfeuern. So. 16.000. Iridium. Fertig. Die Orientierung verlieren. Ja, M drücken, dann gibt man diesen Pfeil. Wow, das ist ja mal ein größeres Cockpit. Okay. Willkommen an Bord der neuen Normandy, Commander. Ich habe die Dossiers durchgesehen. Ich würde empfehlen, als erstes Morden Solus anzuwerben, den salarianischen Professor auf Omega. Wir wissen, dass die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Okay. Ja, okay. Ohne diese Gegenmaßnahme sind wir hilflos, wann immer die Kollektoren unseren Weg kreuzen. Die Anwerbung von Professor Solus ist der logische erste Schritt. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandy. Die Crew nennt mich Edie. Oh mein Gott. Tuga wird das nicht gefallen, das könnte nützlich sein. KIs sind gefährlich. Schalten Sie das Ding ab. Ich will es nicht auf meinem Schiff haben.
Habe ich sie beleidigt? Shepard hat lange gegen abtrünnige VIs gekämpft, zumeist Geth. Und dann der Vorfall mit dem Hannibal-System der Allianz auf Luna. Ihr Misstrauen ist logisch, Shepard. Im Gegensatz zum irrationalen Misstrauen der meisten Menschen. Dennoch bin ich weder für Sie noch für sonst jemanden eine Bedrohung. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Okay. Da wir nun geklärt haben, wer das Sagen hat, sollten wir uns mit den Dossiers beschäftigen. Letzte Startvorbereitung abgeschlossen, Commander. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. Er ist ganz Soldat. Der Galaxiekarte können Sie neue Ziele für die Normandy auswählen. Okay. Privates Terminal. Auf Ihrem privaten Terminal können Sie Status-Updates für Ihre Gruppe abrufen. Waffenkammer. In der Waffenkammer können Sie Waffen für Ihre Gruppe auswählen. Ah, okay. Fahrstuhl. Nehmen Sie den Fahrstuhl, um zu anderen Decks der Normandy zu gelangen. In Ihrer Privatkabine können Sie Ihr Aussehen verändern. Tech-Labor. Rekrutieren Sie den Professor, damit Sie Upgrades für die Ausrüstung Ihrer Gruppe erforschen. Tada! Oh Gott, diese Pop-Ups. Ich muss die Pop-Ups wegmachen. Oh, das ist größer, oder? Wir hatten vorher hier nur diesen Tisch in der Mitte. Boah, guck mal. Und eben nicht mehr gespielt hier. Boah, krass. Oh Gott. Codex, Codex. Was haben wir hier denn? Steuerung. Dann sollen wir erstmal Codex sein. Und der da, der fliegt, oder was? Das ist Edi. Ich schwöre, uns zieht's leicht zur Seite. Bei der alten Normandy hat sowas nie gegeben. Zieht leicht zur Seite, was? Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Das ist schön. Ich traue denen nicht. Natürlich müssen wir vorankommen, aber das ist doch alles ein wenig zu praktisch. Vermutlich haben Sie recht. Aber was soll man schon groß sagen, wenn Sie eine VI installieren, die uns ausspioniert? Wir bleiben aber trotzdem, oder? Dieser Sessel ist immerhin echtes Leder. Schön, dass Sie die Sache trotz allem aus dem richtigen Blickwinkel sehen, Joker. Leder. Leder. Okay, kann ich noch was sagen? Commander. Gute alte Zeit. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen.
Was mit der alten? Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team, Commander. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit, aus der Normandy alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Stummschalter benutzen. Wenn Sie es nicht hören wollen, drehen Sie den verdammten Ton ab. Das ändert gar nichts. Es beobachtet dann immer noch, wie diese unheimlichen Kinder, die dich im EDV-Unterricht fortwährend anstarren. Du würdest ihnen am liebsten eine reinhauen, aber sie sind anders und zünden dann irgendwas an oder so. Okay, das ging jetzt etwas zu weit, aber sie wissen, was ich meine. Das ist ihr Problem, nicht meins. Danke vielmals. Ich werde es mir merken. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ja, so mag ich Joker. Viel, viel besser als im ersten Teil. So, Edi. Wer oder was bist du? Ja, Shepard. Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Ihr Job. Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Geheimhaltung? Welche Überwachungsanlage? Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Oder ich kann in ihrer Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy. Puh. Das ist beeindruckend. Das klingt überaus hilfreich. Warum gibt es so jemanden nicht auf jedem Kriegsschiff? Organisches Personal kann nicht schnell genug auf Veränderungen der Lage reagieren und ist auch nicht zu dem nötigen Multitasking fähig. Diese Funktion kann nur eine künstliche Intelligenz erfüllen. Unglücklicherweise misstraut man uns. Könnte was damit zu tun haben, dass eine VI beinahe die gesamte Zivilisation der Galaxie vernichtet hätte? Nur so ein Gedanke. Ja. Weitere Funktionen? Zugriffsbeschränkte Funktionen, zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Ich glaube, das weiß sie selber nicht, auf was sie beschränkt ist. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Ressourcen? Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Okay, gut. Wie ist Cerberus organisiert? Abgesehen vom Unbekannten scheint es keine richtige Befehlskette zu geben. Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jeder operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Wie viele Zellen? Wie viele Operationen betreibt Cerberus zurzeit? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Bau der Normandy. Wie konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat?
Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Gar. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Ich finde, die haben sie richtig gut gemacht, wie sie sagt, bereit. Plus, die deutsche Stimme ist nicht so sexy wie die englische. Das passt ihr auch besser. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist die Brücke, wo der Navigator unsere ULG-Vektoren berechnet und der Steuermann das Schiff manövriert. Ich sitze übrigens direkt hier. Vielen Dank. Okay. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Gut. Eigentlich ist sie ganz in Ordnung. Commander. Ja, passt. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ich finde die ganz in Ordnung, dann also so, was ich so gehört habe. Können wir auch rausgehen hier noch? In der Mitte im All wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen gefährlich. Ich bin auch nicht im Raumanzug. Oh Gott. Das sind viele Neuerungen hier. Aber das finde ich beeindruckend, den Tisch da in der Mitte. Und hier privates Terminal und so. Das ist so richtig geil gemacht im Mass Effect. Tech-Labor. Was ist das? Kampfinformationszentrum. Combat Information Center. Edi? Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist das Kampfinformationszentrum. Hier erhält die Crew die Daten der Sensoren und koordiniert die Gefechtsstation und die Maßnahmen bei Beschädigungen. Die Normandy wird zwar von der Brücke aus gesteuert, aber während des Kampfes ist der Befehlsstand des leitenden Offiziers das KIZ. Ah, das meint ihr mit KIZ, das Willkommen hier. An Bord, Commander. Oh, wer ist das? Chambers. Ich bin Yeoman Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Brauch keine Hilfe. Okay. Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Nein. Lassen Sie uns professionell bleiben, Yeoman. Jawohl, Sir. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Was ist Ihre Aufgabe? Wofür sind Sie zuständig? Ich informiere Sie über alle Ihre Nachrichten oder Termine. Wenn jemand aus der Crew etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen hat, sorge ich dafür, dass Sie es erfahren. Wäre für so eine Aufgabe eine VI nicht besser geeignet? Schon, aber Ihr Yeoman zu sein, ist nur meine offizielle Aufgabe. Inoffiziell beobachte ich die Crew. Jeder weiß, wie riskant unsere Mission ist. Viele von uns werden vermutlich nicht zurückkommen. Das ist ein enormer Druck. Ich verfüge über einen Abschluss in Psychologie und habe ein Gespür dafür, wann Leute überfordert sind. Also Psychiaterin oder Beraterin, Counselor? Sie sorgen also dafür, dass die geistige Gesundheit der Crew stabil bleibt. Ja, ich achte auf Warnzeichen. Ich höre zu. Es ist kein Vollzeitjob und funktioniert am besten außerhalb strenger Etikette. Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Lassen Sie uns professionell bleiben, Yeoman. Jawohl, Sir. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Diese Organisation hat einen ziemlich schlechten Ruf. Haben Sie Bedenken, für sie zu arbeiten? Überhaupt nicht. Unsere Methoden sind manchmal rau, aber Cerberus hat hehre Ziele. Wir vertreten die Interessen der Menschen, entwickeln ihre Technologien weiter, retten Menschenleben. Das sind gute Ziele. Das klingt so, als hätte Cerberus vor, alle Aliens zu beherrschen und die Menschheit an deren Spitze zu setzen. Cerberus kümmert sich um die Menschheit, aber das bedeutet nicht, dass wir Aliens hassen. Meine Schwester führt ein Hundeasyl, mag aber trotzdem auch Katzen. Ich liebe die Menschen. Aber ich liebe auch Asari, Quarianer, Turianer, Salarianer, Hanna. Das ist kein Widerspruch zu den Idealen von Cerberus. Hm.
Sie belügen sich selbst, wenn Sie Cerberus für edel und aufrecht halten. Es tut mir leid, dass Sie das so sehen. Ich hoffe, mit der Zeit werden Sie Ihre Meinung ändern. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Ja, bist du jetzt noch zufrieden hier? Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normandy zugewiesen hat? Ich wurde vom Unbekannten persönlich ausgewählt, um an der Bekämpfung der größten Bedrohung teilzunehmen, der die Menschheit je ausgesetzt war. Wie soll man sich da fühlen? Geehrt, berauscht, verängstigt. Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht scheitern. Oh Gott. Das wäre alles. Ja, Commander. Ein Groupie. Okay. Checken wir mal das Private. So, Teamstatus. Der Status Ihres Teams überprüfen. Ich habe kein Team. Auswählen? Ah, okay. Miranda, Outfitwechsel. Ja, auf jeden Fall. Das Weiße sieht kacke aus. Info. Loyalität normal. Fähigkeiten, Überlastung, Warp, Schmetthorn. Maschinenpistolen, schwere Pistolen. Button, schwere Pistolen, Schrotflinten. Okay, Upgrades. Ja, Upgrades überprüfen. Bei Missionen finden, in Geschäften kaufen oder sie mit einem Forschungsterminal erforschen. Neue Nachrichten lesen. Oh. Ja, hier gibt es jetzt die ganzen Missionen und was nicht alles. Ja, okay, fangen wir mal hier unten an. Treffen mit Kazumi Goto. Von der Unbekannte Shepard. Wir haben unter großen Kosten und Mühen die Meisterdiebin Kazumi Goto ausfindig gemacht. Und sie überredet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nur wenige haben je von ihr gehört. Noch weniger haben sie persönlich getroffen. Wenn es um Tarnung und Infiltration geht, ist sie unerreicht und ihre Fähigkeiten werden sich bei ihrer Mission als unbezahlbar erweisen. Begeben Sie sich in den Zakera-Bezirk auf der Zitadelle. Sie finden dort ein besonderes Werbeterminal, das sich von den anderen unterscheidet. Geben Sie dort das Passwort Schweigens Gold ein, um das Treffen einzuleiten. Bogenprojektor. Es gab kürzlich einen Guest-Vorfall bei einem unserer Außenposten im skilianischen Randsektor. Keine Sorge, ich schicke sie nicht los, um irgendetwas zur Strecke zu bringen. Unsere Agenten haben einen überaus erfolgreichen Kampf gegen einen Spätrupp der Get geführt und sagen, Grund für den Sieg sei ein brandneues elektronisches Angriffsgerät gewesen, das erst kürzlich erstmal unser Labor verlassen hat. Da die Einheit nun erst einmal Fronturlaub macht, dachte ich, sie könnten die Waffe in der Zwischenzeit in Verwahrung nehmen. Sie heißt Bogenprojektor. Ich habe sie zur Waffenkammer der Normandy schicken lassen. Sie können sie testen und auch einsetzen, wenn sie ihnen gefällt. Zahlreiche Tests haben ergeben, dass sie kinetische Barrieren und synthetische Gegner besonders gut überlastet. Aber das Labor ist mit einem tatsächlichen Einsatz natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Wir sind sicher, dass die Waffe funktioniert und jetzt wollen wir sehen, was sie in den richtigen Händen anrichten kann. Wenn alles gut geht, werden wir gemäß ihrer Taktik auch andere Agenten schulen. Okay. Ich habe es gelesen. Kollektoren-Gewehr und Panzerung. Shepard, unsere Wissenschaftler haben nun schon seit einiger Zeit mit der erbeuteten Kollektorentechnologie arbeiten schon. Okay. Sie haben einen experimentellen Panzeranzug in ihrer Größe entwickelt, sowie ein Sturmgewehr, das laut der Techs ein Standard-Thermomagazin aufnehmen kann. Ich habe die Sachen an die Waffenkammer der Normandy liefern lassen. Bald man's heil. Okay. Umbra-Visier.
Visor. Ja, bei Nachtsichtgerät an die Normandie liefern lassen. Die Techs sagen, es würde das Zielen bei biotischen und Universalwerkzeugangriffen unterstützen. Und anstatt mir etwas zu lassen und anstatt mir erklären zu lassen, wie das genau funktioniert, habe ich es lieber gleich zu Ihnen geschickt. Sie finden es im Quartier. Okay. Aufklärungskapuze. Das sind alles die Add-ons und DLCs und so weiter. Aufklärungskapuze. Unsere Panzerungstechniker hatten die Idee, dass sie vielleicht nicht überall, wo sie hingehen, ihr Gesicht zeigen möchten. Sie haben ihnen eine Kapuze geschickt, die Cerberus an seine Undercover-Agenten ausgibt. Sie verfügt über zusätzliche Mikrocomputerfunktionen, die ihnen gefallen können. Die Kapuze befindet sich bereits in ihrem Quartier. Sentry-Interface. Unsere Software-Experten haben sich die Telemetrie ihrer Ausrüstung angesehen und empfehlen einen Visor mit integrierten Prozessoren zur Verwaltung der Schildstärke ihrer Panzerung. Ich habe den Visor zur Normandie liefern lassen. Die finden ihn im Quartier. Präzisionsgewehr Incisor. Miranda hat sich die automatischen Telemetrieaufzeichnungen ihrer Waffe angesehen, vor allem die Zahl der tödlichen Treffer. Eifrig wie sie ist, hat sie eine Verstärkung ihrer Feuerkraft beantragt. Die Techs halten etwas für große Distanzen für sinnvoll, das Schilde durchdringen kann. Darum erhalten sie nun unser Präzisionsgewehr Incisor. Sie finden es in der Waffenkammer der Normandie. Testen sie es ausgiebig und sagen sie uns, was sie davon halten. Shepard, soeben ist der Kontakt zu einer unserer Zellen ohne Erklärung abgebrochen. Das Projekt Overlord hat mit hochgradig instabilen Technologien experimentiert. Sie müssen das für mich untersuchen. Die dortige Arbeit ist soweit in einzelnen Abteilungen aufgegliedert, dass ich über diesen Kanal keine weiteren Einzelheiten mitteilen kann. Sie finden die Anlage auf dem Planeten Eite, Typhon-System im Phoenix-Haufen-Cluster. Bitte behandeln Sie die Angelegenheit diskret. Blutraumpanzerung hat mir erzählt, dass Sie brandneue Ausrüstung lieben, Waffenpanzerung, Verstärker und so weiter. Wie es der Zufall will, hatte ich etwas für Sie, als Sie auf der Lazarus-Forschungsstation erwacht sind. Es ist in dem ganzen Chaos verloren gegangen, wurde aber wiedergefunden, als Cerberus die Station unter Kontrolle brachte. Ich habe es zu Normandie liefern lassen. Sie finden es im Panzerungsspind ihres Quartiers. Es ist kaum zu übersehen. Kennen wir schon. Unsere Panzertechniker haben ein Hochleistungs... Blablabla. Will sagen, er ist im Citadel-Sektor nicht ganz legal. Terminus-System hergestellt. In ihr Quartier geliefert. Okay. Cerberus-Sturmpanzerung. Unsere Panzerungstechniker haben gehört, dass sie wieder im Einsatz sind und bestehen darauf, dass sie über eine angemessene Ausrüstung verfügen. Okay. Sie haben ein Paket zusammengestellt, das sie mir nochmal die Hafe liefern lassen. Sie finden es in ihrem privaten Quartier. Zum Glück kennen wir ja ihre Größe. Okay. Vom Admiral Hackert. Commander Shepard, unsere Scans im Armada-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandie. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein, aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel. Die Allianz würde die Normandie gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffs errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten
und zuerst ihren Fuß dort hineinzusetzen, hinzusetzen. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandie werden noch immer 20 Crewmitglieder vermisst. Wenn sie irgendetwas von diesen Vermissten finden, würden wir sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin etwas Trost finden können. Gute Reise, Commander. Kontakt mit Forschungsschiff abgebrochen. Die MSV Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindung zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team sollte den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Kay und Dr. Robert Oloy an Bord der MSV Rosalie mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Siona irgendwo gesehen. Projekt Feuergänger. Handel mit Sahid Massini vereinbart. Wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Sahid Massani getroffen. Sie haben sicher schon von ihm gehört. Sahid war an einigen der bekanntesten und an einigen völlig unbekannten Militäroperationen in den Terminus-Systemen beteiligt und ist als rücksichts- und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, Sie könnten jemanden mit seinen Fähigkeiten bei Ihrer Mission gebrauchen und habe daher veranlasst, dass er sich Ihnen anschließt. Sie finden ihn auf Omega, wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt. Und keine Sorge wegen seinem Sold. Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Mit Anderson, Ratsherr Anderson. Falls die Gerüchte wahr sein sollten und Sie wirklich am Leben sind, muss ich Sie bitten, zu einem Gespräch auf die Zitadelle zu kommen. In den letzten 2 Jahren hat sich viel geändert. Durch Sie habe ich einen Ratssitz und es ist nur angebracht, dass ich selbst zu all dem Stellung nehme, was wir gehört haben. Dass Sie selbst, also ich soll mich von Ihnen verantworten. Archivierte. Für mehr taktische Kontrolle halten Sie die linke Shift-Taste gedrückt, um das Selektionsrad aufzurufen. Dadurch wird pausiert und Sie haben Zeit, das Schlachtfeld zu analysieren, neue Feinde ins Visier zu nehmen oder eine Kraft auszuwählen. Während Sie einen Feind im Visier haben, markieren Sie eine Kraft mit der Maus und drücken dann die linke Maustaste. Sie können jedem Gruppenmitglied befehlen, eine Kraft einzusetzen, wodurch bis zu 3 Kräfte gleichzeitig aktiviert werden können. Die Kräfte kommen zum Einsatz, sobald Sie die linke Shift-Taste loslassen und zur Echtzeit zurückkehren. Kräfte? Nach Anwenden einer Kraft müssen Gruppenmitglieder warten, bis ihre Kräfte sich wieder aufgeladen haben, was durch die Statusleuchte. Auf dem Selektionsrad sind Kräfte, die sich aufladen, grau. Und Kräfte, die beim aktuellen Ziel überflüssig oder wirkungslos sind. Munitionskräfte wie Kryo- oder Brandmunition schalten Waffen in einen verbesserten Einigkeit belebt gefallene Gruppenmitglieder wieder, benötigt aber Medik. Viele Angriffskräfte können gezielt eingesetzt werden, sodass Feinde aus bestimmten Winkeln oder sogar um Ecken herum kommen. Ist ja komisch. Echtzeitsteuerung. Zum Einsatz von Kräften in Echtzeit ziehen Sie sie per Drag and Drop in das HUD und weisen ihnen Zifferntasten. Die Kräfte Ihrer Gruppenmitglieder können Sie auf die gleiche Art zuweisen. Mit U und E können Sie Ihren Gruppenmitgliedern befehlen, anzugreifen, in Deckung zu gehen oder sich zu einer bestimmten Position. Wenn Sie die Leertaste in diesem Modus drücken, werden Ihre Gruppenmitglieder zu Ihnen gerufen. Optimale taktische Effektivität erreichen Sie, wenn Sie die Kräfte Ihrer Gruppenmitglieder mit Ihren eigenen kombinieren. Okay, also Leertaste, ziehe alle wieder zurück. Okay. Heute haben wir was gelernt. Du Scheiße, ist das groß. Fahrstuhl will ich noch gar nicht. Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Okay, Edi.
Presley. Waffenspind. Ah, okay. Ein Granatwerfer. Drei Optionen. Oh, den Bogenprojektor. Mantis oder Incisor? Nur den Incisor. Ja, und da war nur die eine Pistole, deswegen können wir nichts machen. Jacob? Keine Ahnung. Miranda? Die hat noch Pistole. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist die Waffenkammer, wo kleinere Waffen gewartet und mit Upgrades versehen werden. Mit Universalwerkzeug, computerunterstütztem Design und Einzelfertigung können wir verschiedene neue Modelle herstellen. Okay. Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Ja, okay. Okay. Hier geht's los. Wow. Ist das unser Antrieb? Der muss Tali den erstmal angucken. Geht schon wieder los, dass ich irgendwo aus Versehen hochlaufe. Ja. Commander, ich hatte noch keine Zeit, mich umzusehen und den Bestand aufzunehmen. Ich möchte sagen, dass die Arbeit mit Ihnen eine große Chance ist, etwas von Bedeutung zu tun. Es ist ein Privileg, auf der Normandie zu dienen, Commander. Sie waren nicht meine Wahl. Vielleicht reden Sie anders, wenn wir so enden wie die ursprüngliche Normandie. Mag sein. Solange der Unbekannte seinen Worten Taten folgen lässt, und Sie auch, werde ich alles dafür tun, dass wir Erfolg haben. Das war auch bisher die Bedingung für meine Mitarbeit. Ich habe Probleme mit so manchen Operationen von Cerberus in der Vergangenheit. Welche? Was hat Cerberus getan, das Sie nervös macht? Viel. Sie wurden Terroristen genannt und das mit gutem Grund. Eine kontroversere Vergangenheit lässt sich kaum finden. Aber wenn die Bedrohung durch die Kollektoren real ist und wir etwas dagegen unternehmen, wird Cerberus künftig in einem anderen Licht erscheinen. Oder wir kommen alle vor Gericht und werden exekutiert. Wenn man so lange darüber nachdenkt wie ich, stellt man fest, dass man auf niemanden zählen kann. Okay. Ich schätze die Ehrlichkeit. Es tut gut, mal eine klare Ansage zu hören. Wir scheinen vom gleichen Schlag zu sein. Das ehrt mich mehr als Sie, Commander. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Ja. Ich werde die nur erstmal einmal ansprechen. Kein tiefgründiges Gespräch. Ach, da war ja hier. Was ist denn hier? Die Comms Room. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist der ÜLG-Kommunikationsraum. Zusätzlich zur Einbindung ins ÜLG-Kommunikationsnetzwerk ist die Normandie mit einem Quantenverknüpfungskommunikator zum Büro des Unbekannten ausgestattet. Dadurch ist verzögerungsfreie Kommunikation auch außerhalb des Com-Rasters möglich. Das ist sehr interessant. Das fand ich auch wissenschaftlich sehr interessant, weil die haben ja festgestellt, in der Quantenmechanik, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber die haben halt Teilchen gehabt, die komplett getrennt waren in unterschiedlichen Laboren. Und wenn sich der Zustand eines Teilchen verändert hat, hat sich das andere Teilchen auch verändert. Obwohl die viel weiter entfernt waren und das Ganze in Überlichtgeschwindigkeit. Also da ist schon irgendwas dran. Ich habe noch nie was von einem Quantenverknüpfungskommunikator gehört. Wie funktioniert sowas? Im Grunde werden zwei subatomare Partikel miteinander verknüpft. Eines ist hier installiert, das andere im Büro des Unbekannten.
Wenn ein Partikel einen bestimmten Quantenzustand annimmt, hat sein verknüpfter Partner immer den genau entgegengesetzten Status, unabhängig von der Distanz zwischen beiden. Wenn wir den Status unseres Partikels ändern, ändert sich auch der Status des Partikels beim Unbekannten. Wir können dadurch Daten in Form von Quantenbits senden. Okay. Warum gibt's sowas nicht überall? Jedes Quantenpaar kostet ungefähr so viel wie ein COM-Portal und es kann immer nur ein Quantenbit gleichzeitig übertragen werden. Neben den Kosten und dem Bandbreitenproblem verbindet das System immer nur zwei feste Teilnehmer. Um 100 verschiedene Welten zu kontaktieren, müssten wir 100 verknüpfte Paare herstellen und pro Welt ein Partikel installieren. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Sehr gut. Ziemlich krass. Okay, aber wieder Tech. Da hinten kann man nicht rein. Da müssen wir einen Fahrstuhl nehmen jetzt. So, Quartier des Captains. Gehen wir da erstmal hin. Sieht man schon, das ist ein bisschen anders. Captain's Cabin. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist das Quartier des kommandierenden Offiziers. Es ist größer als die Quartiere anderer Kriegsschiffe, auf denen ich Dienst getan habe. Das ist ein Schiff von Cerberus, kein Allianzkriegsschiff. Die Unterbringung folgt persönlichen Vorlieben. Der Raum liegt direkt unter der äußeren Druckhülle. Die Werftarbeiter nannten ihn das Loft. Das Loft. Keine Fische. Ja, hier gibt's so viele. Ashley. Bild von Ashley. Ehrenmedaille. Retten die Crew vor übermächtigen Angriff. Oh, Johnny, alle. Fehlen noch ein Haufenweise Erfolge. Ja, okay, passt. So. Dann habe ich hier nochmal mein privates Terminal, das kennen wir schon. Dann habe ich den Panzerspind. Kann ich wieder mein Aussehen verändern? Ich könnte schwören, das war einseitig. Auch verfügbar. Können wir hier Mucka machen? Ihr Bild geht aus, ne? Ist auch cool. Na gut. Mannschaft. Flup. Okay, wo geht's hier ganz hin? Ja, also man kann ja auch mit Leuten reden, die mal nicht unbedingt... Mal wieder das Überraschungsmenü? Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Filet Mignon und Kaviar kommen gleich. Ich muss nur erst die Zierdeckchen holen. Das wäre überaus freundlich, Mr. Gardner. Die haben sich ja schon drauf. Ja. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Die Krankenstation. Ausgestattet für kurzfristige Notfallversorgung. Bei schweren Verwundungen müssen Patienten zu einer voll ausgestatteten medizinischen Einrichtung gebracht werden. Okay. Chakras. Commander Shepard. Ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Nicht, ich war so schön, Sie zu sehen. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen, Frau Doktor. Geht mir genauso. Ich wünschte, es wären mehr von der ursprünglichen Crew hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Sie hat die Allianz verlassen. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz.
Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Ja, die müssen fliegen. Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Stimmt. Würde Tali auch sagen. Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Ich vertraue darauf, dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Gut. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shang-Chi überstanden, den Skyllianischen Angriff. Wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandy gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Klasse. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Okay, klasse. Brandy finden. Die Doktor. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Naja. Das ist also Edi drin. Tja. Das ist Mirandas Büro. Commander Shepard, der Held der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin Mess Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Okay, was sind deine Aufgaben? Was ist Ihre Arbeit hier auf der Normandy? Fragen Sie lieber, was ich nicht mache. Die meisten halten mich für den Schiffskoch, aber ich bin auch Techniker und Verwalter. Heizung, Lüftung, Klima, Installation und Elektrik. Solange es nicht um die Mission geht. Ich sorge dafür, dass alles sauber ist und läuft. Die Toiletten putzt also derselbe, der auch das Essen kocht? Ich wasche mir dazwischen die Hände. Meistens. Das hier ist kein Luxusliner. Auf einem Cerberus-Schiff muss man schon Hand anlegen und ich fange eben auf, was durch den Rost fällt. Hey, durch den Rost fällt. Voll die fäkale Sprache, muss man mal sagen. Wie ist das für Sie, für Cerberus zu arbeiten? Ich bin verdammt stolz. Cerberus bewegt wirklich was. Die Allianz und der Rat haben ihre Schädel doch so tief im eigenen Arsch vergraben, dass sie nicht mal mehr ihre Scheiße sehen. Um dieses Ungeziefer von Kollektoren zu tilgen, braucht es menschlichen Einfallsreichtum. Und nur Cerberus hat das erkannt. Wie sind Sie zu Cerberus gekommen? Ist es zu glauben, dass ich mal ein Familienvater war, der im Grenzgebiet in den E-Zero-Anlagen gearbeitet hat? Ich war sogar glücklich. Aber wenn man bei einem Überfall der Batarianer alles verliert, ändert sich alles. Ich wollte etwas bewegen. Ich bin kein Soldat, aber ich habe Talente. Und danach ist Cerberus immer auf der Suche. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Abflüsse reparieren, Luftschächte verlegen, dafür sorgen, dass alle einen vollen Magen haben. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt.
Okay. Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Gib mir die Liste. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Nein. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Okay, was haben wir hier? Was ist neu? Nur ein Gunnery Officer hat Zugang zur Gefechtszentrale. Gar. Ja, mit Leertaste kann man schneller laufen. Für kurze Zeit. So, Miranda. Hübsch hast du es hier. Commander, was kann ich für Sie tun? Gibt es etwas, das ich über die Normandie noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben. Okay. Was genau sind Ihre Pflichten, mal abgesehen davon, mich im Auge zu behalten? Ich bin eine Agentin des Unbekannten. Sie sind ein wichtiger Aktivposten. Ich soll dafür sorgen, dass Sie Erfolg haben. Abgesehen davon schicke ich dem Unbekannten regelmäßig Berichte über unseren aktuellen Status. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Die Ziele. Ich weiß, was wir hier tun. Aber was ist das langfristige Ziel von Cerberus? Die Weiterentwicklung der Menschheit. Nicht mehr und nicht weniger. Die Salarianer haben die Special Task Group. Die Asari haben ihre legendären Spezialeinheiten für Geheim- und Aufklärungsmissionen. Cerberus ist die Antwort der Menschheit auf diese Organisation. Aber diese Organisationen unterstehen Regierungen. Wer überwacht Cerberus? Niemand. Wir werden privat finanziert. Und unsere Geldgeber vertrauen darauf, dass der Unbekannte die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er hat unsere Ziele sehr klar formuliert. Schutz der Menschheit und Förderung ihrer Weiterentwicklung. Was ist so? Sind sie militärisch oder politisch? Oder beides? Cerberus hat mehrere Abteilungen. Politik, Militär, Wissenschaft. Und wir alle arbeiten auf dasselbe Ziel hin. Die Teams, denen sie vor ihrem Unfall begegnet sind, gehörten größtenteils zu unserer militärischen Sparte. Aber nicht alle Operationen von Cerberus folgten demselben Protokoll. Wir lassen uns von Bürokratie und irgendwelchen Formalismen nicht bremsen. Ja, aber die ganzen illegalen Forschungen? Was für Ressourcen hat Cerberus? Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt, aber Einzelheiten weiß darüber mit Sicherheit nur der Unbekannte. Aber unsere Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Sie wiederzubeleben und die Normandie noch einmal zu bauen, war eine beträchtliche Investition und ein beträchtliches Risiko. Wir hoffen alle, dass Sie das Unmögliche möglich machen, Shepard, ohne Sie unter Druck setzen zu wollen. Ach, natürlich nicht. Was können Sie mir über den Unbekannten sagen? Nichts, was Sie nicht schon wüssten. Selbst ich habe auf den größten Teil der Informationen über ihn keinen Zugriff. Sie haben schon mehr von ihm gesehen als die meisten anderen. Es ist selten, dass er bei Mission selbst in Erscheinung tritt, aber sie sind eben was Besonderes. Was die Leute auch über ihn reden, ich versichere Ihnen, dass er nur im Interesse der Menschheit handelt. Und das schließt Sie und mich mit ein. Wie können Sie da sicher sein, wenn Sie so wenig über ihn wissen? Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich die Motive und Ambitionen meines Gegenübers nicht einschätzen könnte. Selbst nach kurzen Begegnungen. Er ist kein Heiliger und würde das auch sofort zugeben. Aber er hat sich dieser Sache verschrieben. Die Menschheit könnte keinen besseren Fürkämpfer haben. Aha. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5-mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen.
Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Na gut. Sie sieht ihren Körper wie ein Werkzeug. Sozusagen. Das ist weniger sie selbst, wenn sie so über ihre Fähigkeiten spricht, als wenn sie über eine Maschine oder eine Waffe spricht. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. Okay. Bleib mit der Maschine rum. Was haben wir denn hier? Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das Frachtdeck der Normandy. Es enthält Stationen zur Aufmunitionierung und Reparatur des Bodenfahrzeugs und des Shuttles der Normandy. Mein letztes Schiff hat keinen Shuttle gebraucht. Warum haben wir eins? Das Schiff ist fast doppelt so schwer wie die letzte Normandy. Es ist weitaus schwerer, damit auf Welten mit hoher Schwerkraft zu landen. Okay, ja, doch immer eine Antwort. Maschinendeck. Oh ja, die beiden da hinten, die liebe ich. Okay. Boom. 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 Cool. Ja, nicht gesprächig heute. Heilige Scheiße, Commander! Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Sie ist voll professionell und er ist so ein Tunichut. Hallo. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Ihr meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Ausbildung? Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Geil. Warum haben Sie die Perugia verlassen? Nach ihrem Tod verlor Anderson an politischem Einfluss. Der Rat hat die Reaper-Bedrohung geleugnet. Sie haben die Sovereign als isolierte Bedrohung bezeichnet, als einzelne... Das war scheiße. Sie sagten, ihre Warnungen vor einer größeren Gefahr wären entweder Irrtümer oder Wahnvorstellungen. Wir haben den Respekt vor der Führung der Allianz verloren. Wir müssen den wahren Feind bekämpfen. Und anscheinend tut das nur Cerberus. Okay. Wie sind Sie bei Cerberus gelandet, Ken? Sobald sie weg waren, kamen die hohen Tiere von der Allianz und haben wie die Geier alles in Stücke gerissen, was sie gesagt hatten. Ich habe sie in aller Öffentlichkeit verteidigt und mit nichts hinter dem Berg gehalten. Das ist doch untertrieben. Wäre Kenneth nicht so ein begnadeter Techniker, hätten sie ihn wegen Insubordination vors Kriegsgericht gezerrt. Dadurch wurde der Unbekannte auf mich aufmerksam. Er hat mir ein Angebot gemacht und jetzt bin ich hier. Und Gabby? Wie war es bei Ihnen, Gabby? Kenneth und ich sind Partner, seit wir gemeinsam den Abschluss an der Tech-Akademie gemacht haben. Als er das Angebot von Cerberus bekam, habe ich darauf bestanden, mitzukommen. Ohne mich fällt er doch auseinander. Danke, Mami. Außerdem liebe ich Maschinen. Und die Normandy repräsentiert den derzeitigen Stand der Technik. Ich musste die Gelegenheit, hier zu arbeiten, einfach wahrnehmen. Na, ja, das macht Sinn. Was halten Sie von Cerberus? Eigentlich wissen wir über die Organisation so gut wie nichts. Wir kennen das Team der Normandy und unsere Mission. Und wir wissen, wer die Befehle gibt. Wir werden den Kollektoren volle Kanne in die Kronjuwelen treten. Mehr muss ich nicht wissen. Jo. Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlampt. Ich will sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech.
Kurz gefasst, wenn wir T6-FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Und warum haben wir die nicht? Das ist so Cerberus, der hat doch immer alles das Neueste. Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nation Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Okay. Weitermachen. Jawohl, Commander. Okay. Ich bin überrascht, dass Shepard uns hier unten besucht hat. Hab ich doch gesagt. Die ist geil, die beiden. Hier sind eigentlich Schiffsupgrades, glaube ich. Komisch. Wo ist denn Edi? Kern? Ah, keine Ahnung. Und dann gibt es ja noch einen Keller. Auch nichts. Oh, hier waren wir gerade. Der Zugang zu diesem Raum ist derzeit beschränkt. Cargo. Überwachungsstation. Drop Shuttle. Der Zugang zu diesem Raum ist derzeit beschränkt. Ja, ist ja gut. Okay, ich glaube, wir haben mal alles. So, jetzt müsste eigentlich Codex Logbuch wie bekloppt haben. Genau. Und ein Level Up. Machen wir gleich mal Agent. Da gibt uns Gesundheit und alles. Wir sind sehr gut leider. Schon. Was haben wir denn gekriegt? Schiff und Fahrzeug. Das Allianz-Raumschiff Normandy ist ein Prototyp, den Menschen und Turianer gemeinsam entwickeln. Unter strengster Geheimhaltung hat Cerberus in den letzten Jahren eine neue, verbesserte Normandy gebaut. Die zahlreichen Änderungen haben dazu geführt, dass das Schiff jetzt fast doppelt so groß ist wie das Original, wodurch ein noch größerer Tantalus-Antriebskern nötig wurde. Die neue Normandy verfügt über zusätzlichen Raum in den Quartieren, im Forschungslabor, auf dem Beobachtungsdeck und im Frachtraum. Ihr Cyclone-Shuttle kann auch dort landen, wo es der Normandy nicht möglich ist. Der Quantenverknüpfungskommunikator, QVK, ermöglicht sofortigen Kontakt mit dem Unbekannten. Die KI, erweiterte Defensivintelligenz, koordiniert zahlreiche Kampffunktionen des Schiffes und unterstützt oder ersetzt auch manchmal den menschlichen Piloten. Es gibt noch zahlreiche mögliche Upgrades für die Normandy. Die Grundstruktur der Normandy würde sowohl eine zusätzliche Panzerung als auch die mittige Montage eines Massenbeschleunigers erlauben. Die Triebwerke könnten von neuesten Entwicklungen in der Treibstofftechnologie profitieren, die über chemische H2O2-Raketen hinausgehen. Und die Hülle hat doppelt so viele Halterungen für Projektoren von kinetischen Barrieren wie üblich. Es könnten also stärkere Schilde angebracht werden, die der neue leistungsstarke Element Zero-Antriebskern problemlos betreiben könnte. Das Drop Shuttle UT-47 der Allianz ist ein kleines Landungsschiff mit einem engen, unbequemen Frachtraum für 12 Soldaten und 2 weiteren im Cockpit. Das Drop Shuttle heißt zwar offiziell Kodiak, aber die Allianz Marines haben es wegen seiner Form und seiner Strapazierfähigkeit sofort in Kampfkakerlake umgetauft. Hervorstechendes Merkmal des Schiffes ist seine Umgebungsabdichtungstechnologie, durch die kaum empfindliche Teile den Elementen ausgesetzt werden.
Nach Tests in den Schwefelsäurewolken und der extremen Temperatur auf der Venus kann der Kodiak in völligem Vakuum bei hohem Druck und Temperaturen zwischen dem absoluten Nullpunkt und über 900 Grad Celsius landen. Der Kodiak ist ein echtes Antigravschiff und verfügt über einen beachtlichen Element-Zero-Kern, der das Fliegen unter völligem Ausgleich der Schiffsmasse ermöglicht. Die kleinen Triebwerke dienen nur der Steuerung. Sollte das Masseneffektfeld also ausfallen, wird das Schiff buchstäblich zu einem 3-Millionen-Credit-Sarg. Das Shuttle ist unbewaffnet. Stattdessen wurden aktive Störsender, elektronische Gegenmaßnahmen und eine leistungsstarke kinetische Barriere eingebaut, um Truppen unbemerkt absetzen zu können. Aha. Servus Project Overlord. Planet Eitel. Zwei wunderschöne Monde, ein spektakulärer Ring und null Nachbarn. So lautet ein beliebter Werbeslogan für diese Welt in den Terminus-Systemen. Eitel ist bekannt für seine spärliche Besiedlung, obwohl es sich um einen Gartenplaneten handelt und die Kolonie schon fast 100 Jahre alt ist. Eitel ist mit einem milden Klima gesegnet. Einer Fauna, die kaum gefährlicher ist als die auf der Erde. Sowie mit einer Bodenqualität und wachstumsfördernden Bakterien, die ideal für importierte Pflanzen sind. Es scheint sich also um ein unerschlossenes Paradies zu handeln. Dennoch ist der Planet aus zwei Gründen eher unbeliebt. Der erste und schwerwiegendste ist der Umstand, dass die Umlaufbahn seines Mondes Litari instabil ist und der Trabant innerhalb der nächsten 200 Jahre auf dem Planeten einschlagen und alles Leben vernichten wird. Oh. Jede Investition in den Planeten ist daher nur kurzfristig und das größte Geschäft besteht darin, die einheimischen Arten an den Meistbietenden zu verkaufen. Das zweite Manko ist das Maß an Gewalttätigkeit auf dem Planeten. Wie der Rest des Phönix-Haufen-Clusters war Eitel während der ersten Kolonialisierungswelle kurzzeitig ein Teil des Citadel-Sektors. Aber als die Kolonie 2133 ihre Unabhängigkeit erklärte, war der Rat nach weniger als einem Tag Beratung dazu bereit, den zum Untergang verdammten Planeten freizugeben. Eitel ist seitdem ohne echte Regierung und es kam zwischen den kleinen Stadtstaaten fortwiegend zu Kriegen um die Ressourcen. Das Ergebnis ist eine gefährliche Welt, wo vom Durchschnittsbürger erwartet wird, dass er sich selbst verteidigen kann. Gegen betrügerische Unternehmen, brutale Milizen und sogar Gettüberfälle. Es kommt so häufig zu Kämpfen, dass der Planet in der Zeit mehr als 11-mal den Namen gewechselt hat. Die Standard-Galaxiekarte der Citadel benennt den Planeten in offener Gleichgültigkeit so, wie ihn die Kolonisten der Menschen in der zweiten Jahrhunderthälfte auch genannt haben. Okay. Also komplett Anarchie da auf dem Planeten. Folgungstaktiken. Ah gut, das haben wir gerade gelesen. Nicht orten und sofort verfolgen, stattdessen ermitteln sie, wo Objekte waren. Das ist hier ein gewisser Kurs. Ja, also Einschätzung, wo die sind. Haptisch-aktives Interface. Die Entwicklung der Computertechnik hat traditionelle Eingabegeräte wie Tastaturen überflüssig gemacht. Die Eingabe erfolgt heute über Hologramme, die in Höhe und Winkel ergonomisch korrekt angepasst vor dem Anwender projiziert werden. Maschinen mit diesem Interface erkennen den Anwender an einem Mikrochip in seinem Handschuh, der den Zugang zu dem Computer freischaltet. Ist ein Anwender akzeptiert, sorgen Bewegungsmelder im Handschuh dafür, dass die Position seiner Hand auf dem Hologramm mit einer kleineren, gespiegelten Steuerung im Computer übereinstimmt. Drückt der Anwender nun auf das holographische Feld, erhält er vom Handschuh einen minimalen Gegendruck. Auf diese Weise kann er einen Touchscreen bedienen, der eigentlich gar nicht da ist. Mit einem solchen Schalter auf der Rückseite des Handschuhs
kann man diese Funktionalität bei Nichtgebrauch deaktivieren? Das haptische Interface ist inzwischen so verbreitet, dass manche sich durch eine kybernetische Operation die Bewegungsmelder in die Fingerkuppen implantieren lassen. Bedienung mit bloßen Händen zeigt an, dass es sich um einen intensiven Computernutzer handelt, der nicht länger Handschuhe anziehen oder sie mit Alkohol reinigen muss, um den Schweißgeruch loszuwerden. Okay. Sicherheitsmax. Ja, das tut. Ja, ja. Wir haben noch Codex. Oh. Die Allianz, ein politisch-ökonomischer Pakt für gemeinsame koloniale Sicherheit, ist die zentrale galaktische Institution der Menschen. Sie wurde im Jahr 2165 assoziiertes Mitglied des Citadel-Rats und 2183 Vollmitglied, wobei Botschafter David Anderson die Menschheit vertritt. Die politisch-ökonomische... Als die Menschen ab zwei... Auch die Hana, die geheimnisvolle Spezies der Kollektoren, lebt jenseits des Omega-4-Massenportals in den Terminus-Systemen und taucht so selten auf, dass fast die gesamte Bevölkerung der Galaxie sie für einen Mythos hält. In Wirklichkeit sind die Kollektoren menschengroße Insekten, die auf zwei Beinen gehen und ansonsten an riesige Käfer mit Flügeln erinnern. Sie sind eine schreckliche Macht in der Galaxie und für hunderttausende Tote verantwortlich. Kollektoren schaffen um sich herum permanente Stasefelder, albtraumhafte Energiefelder mit Rotverschiebung. Im Kampf halten sie nach Möglichkeit die Stellung und verlassen sich auf ihre aggressive Biotik und nahezu grenzenlose Kraft. Es wurden mehrere Arten von zweibeinigen Kollektoren identifiziert, darunter Handlanger, Verteidiger, Zeloten, Assassinen und Artilleristen. Wenn Kollektoren zusammenarbeiten, können sie ganze Städte in Stase hüllen. Es gibt zwar noch keine forensischen Untersuchungen darüber, was mit derartig Gefangenen geschieht, aber man geht derzeit davon aus, dass die Opfer für wissenschaftliche Experimente und neurobiologische Umstrukturierungen quasi geerntet werden. Ja, das hatte ich auch schon vermutet, dass sie die irgendwie ernten. Als die Menschen. Also so ein Insektenwesen auf zwei Beinen. Okay. Overlord. Absturzschell der Normandie. Ich denke, das machen wir zuerst. Absturzschell der Normandie. Nach Alchera fliegen. Fliegen nach Alchera. Armada Omega Nebel, unterstützen Sie die Abschutzstelle der SSV Normandy. Okay. Gut. Denke, haben wir jetzt das Schiff schon mal kennengelernt. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Oh, jetzt schon? Nachricht von Anderson, Zahid, Kontakt mit Forschungsschiff. Stimmt doch gar nicht. Du lügst. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Das wäre alles. Ja, Commander. Okay. Hier ist noch nichts. Wir müssen erstmal den Dock ranholen, damit wir Upgrades installieren können. Aber wir machen erstmal die Normandie-Dinger, damit wir das von Teil 1 abschließen. Zwar eben eine Guckung machen. Ah, ja, so war das jetzt. Jetzt kann man hier rumfliegen. Gerade da. Warum? Erstmal Pause. So, bis nächstes Mal.